Ey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Was ich vorhabe, ist, du kannst jederzeit aus dem Palast raus. Ich will eigentlich wieder in die echte Welt zurück. Aber erst mal warte ich, bis wir da oben den Checkpoint haben, also den Speicherraum. Und dann können wir mal aus dem Palast rausgehen und einfach wieder in die echte Welt zurück. Weil das kann man jederzeit, das wusste ich gar nicht. Ah ne, ich kann doch gar nicht. Als ob ich leihe niemand meine Kraft. Seinen Namen hinterlässt. Nehmen Verantwortung. Hey, wie viel wird es kosten, meine Verletzungen zu behandeln? Dein Taschengeld reicht da nicht. Ach schön, verstehe ich schon. Du wolltest gar nicht zu mir, oder? Als es darauf ankam, konntest du mir gar nichts anhaben. Den hatten wir doch schon mal, oder? Ich hasse das nicht ernst gemeint, verstehe. Der erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Warte, ich habe mich gerade an was erinnert. Ich bin Zuckerguss. Wir haben doch gar keinen Platz mehr. Ach man, das habe ich voll vergessen. Ja. Ja, komm, machen wir das so. Okay. Welche Persona? Also hier Werte. Hat Gift und Eis, Wind und Ausfall. Seihorn hat Ausfall und Herunter. Ich glaube, Pixie hat das. Nee, ist was anderes. Okay. Hier ist auch noch einer, aber hier ist noch eine Kiste. Hol mir die erstmal. Schlafviole. Wo ist der Gegner? Ich glaube, achso, der ist da drüben. Oh, da ist aber auch, oh nein, da ist ein starker, das sind vor allem zwei starke. Oh. Das könnte jetzt ganz schön übel werden. Der ist auch stark. Oh no, there's a powerful looking shadow. Ja. Wo ist die Treppe überhaupt? Da hinten, ja, da hinten. Oh! Okay, gut, 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 gut. Und wir haben sogar noch die Truhe geholt. Ey, das war so close, ne?
gemein. Dammit. Hä? Boah, das war knapp. Warte, was ist das? Eine klassische Sicherheitsvorkehrung. Ein gewaltsamer Versuch könnte meinen Schwanz gefährden. Oh ja, das gilt auch für Panther. Also was tun wir? So kommen wir hier jedenfalls nicht durch. Wir müssen sie aufhalten, sonst kommen wir hier nicht weiter. Eine Falle wahrscheinlich. Meinst du, dass sie steuert diese Schwingdinger? Nein, niemals. Aber viel zu einfach. Keine Reaktion. Ich dachte nicht, dass es so einfach sein würde. Wir brauchen dafür wohl einen Schlüssel. Wir müssen schon wieder einen Schlüssel suchen. Mann, das nervt. Aber wo soll das sein? Wir sind unterwegs in kleinen verdächtigen Räumen vorbeigekommen. Joker. Was meinst du, Joker? Aber laut unserer Karte ist hier nichts dergleichen. Ich glaube, im Moment können wir diese Möglichkeit ignorieren. Das wäre wohl das wahrscheinlichste Szenario. Ein Gegner? Du meinst einen von diesen Schatten, die hier rumschleichen? Was meinst du? Wie viele von denen es gibt? Die können wir doch nicht alle zu Klump prügeln. Der Schlüssel ist zu diesem Turm. Darum muss es einer von den Schatten in diesem Bereich sein. Und noch dazu ein ziemlich hochrangiger. Dann müssen wir nur nach solchen Schatten suchen und sie ja besiegen. Tun wir es, Joker. Wir müssen den Schatten mit dem Schlüssel finden. Oh, oh nö. Also nee, ich schaffe sie gar nicht. Okay, man kann ja nicht. Ich wollte es probieren, ich werde nämlich nicht gegen die Gegner kämpfen. Wir sind uns wirklich sicher, dass hier einer den Schlüssel hat. Der ist doch gegen Feuer. Oh nein, es ist so ein starker. Aber Feuer war gut gegen den. Er hatte Feuer. Du. Ja. Okay. That was easy. Das war echt einfach. Aber ja, es gibt noch weitere hier. Oh. Ja, ich glaube, ich habe den gefunden, der den Schlüssel hat. Da läuft einer mit einer goldenen Rüstung rum. Auch nur einer. Das war, hatten wir doch schon mal als Bosskampf, oder nicht? Das war nicht. Okay. Shadow defeated.
That was easy, huh? Jetzt kommt aber der. I'll reveal your true form. Ja, der hat auf jeden Fall den Schlüssel. Ach du Scheiße, das kann was werden. Den hat er auch was gebracht. Also zumindest etwas hat er gebracht. Ja, das hat natürlich nichts gebracht. Und ich glaube, Schuss blockt er ab, also das braucht man nicht. Aber Blitz war gut, okay. Das ist gut, dass wir das wissen. Her? Das ist eine Her? Hol Chance auf Schlafen beim Gegner. Oh! Was? Warum hat er sich jetzt geheilt? Oh oh. Ja, das Auge. Olliges rechtes Auge. Warte mal, rechtes Auge? Jetzt sag mir mal bitte nicht, dass es noch ein linkes Auge gibt. Ey, dieser Schatten hat es ja sicher was, aber was zur Hölle ist das, ein Auge? Oh, ich weiß, so können wir bestimmt diese Sensen ausschalten. Ach ja, wenn ich so darüber nachdenke, hatte die Statue ja gar keine Augen. Und wie viel ekliger kann er denn noch werden? Dass wir diese Biester also aufhalten, ja? Tja, wir brauchen noch einen. Den hat wahrscheinlich ein anderer Hauptmann der Wache. Überprüfen wir die anderen Etagen-Joker. Ich hab's geahnt. Na! Sie sehen alle wie hochrangige Soldaten aus. Müssen wir die alle schlagen? Das würde funktionieren, aber es dürfte nur ein echter Hauptmann der Wache unter ihnen sein. Kannst du sie irgendwie unterscheiden, Joker? Ich denke, wenn jemand sagen kann, wer der echte ist, dann du. Gibt's hier einen Safe Room, an den ich auch darf? Sie scheint fort zu sein. Ich überlasse unseren nächsten Zug dir, Joker. Da oben ist der Safe Room. Dann gehe ich da mal rein, erstmal. Weil ich habe wirklich keine Lust, jetzt zu sterben und das nochmal zu machen. Let's do it. Nur eine kurze Pause. Denn wir werden jetzt gleich wieder rausgehen. Okay. Ich meine, der war nicht schwer, aber. Show me your true form. Ich glaube nicht, dass es einer ist, aber er stand mir jetzt gerade im Weg. Oh Gott. Warte mal. Looking cool, Joker. Up to you. Not over yet. Das war ein sehr cooler Kampf. Level 9. Dafür lohnt es sich ja natürlich auch nochmal. Die Kämpfe hier zu machen, für die ganzen XP, die man bekommt.
Aber was ist das hier? Ich mach mal nichts damit. Ich lasse es mal lieber so. Ich kann die überhaupt nicht entscheiden. Aber warte mal. Da oben ist ein... Der da oben ist es. Der andere oben leuchtet anders. Ja, aber toll. Dann müssen wir erstmal den anderen vorbei. Ah, das kann ganz schön übel werden jetzt hier. Okay, gut. Ich hatte ihn noch gestealthed. Wieder die gleichen. Andere. Der andere. Hä? Wie kommen wir da überhaupt hoch? Frage. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Wie komme ich hier jetzt lang? Also wie komme ich da hoch? Der andere Gegner ist jetzt auch wieder da. Oh. Hey, immer die gleichen. Na, gute Frage, wie kommen wir da jetzt hoch? Achso, hier kann man hochklettern. Am Arsch. Okay. Ja, natürlich. Shadow has a lot of health. This will be a pain. Joker, I taught you how to strike your opponent's weaknesses, right? Yep. If you could blind it or put it to sleep, you'd have an easier time doing real damage to it. Ja, das kann die eine. Technischer Angriff. Ein bestimmter Angriff gegen einen Gegner mit Schadenseffekten auszuführen, macht ihn zu einem technischen Angriff. Dieser erhöht den Schaden und kann den Gegner besiegen. Hatten wir gerade schon. Für einen technischen Angriff müssen Bedingungen erfüllt sein. Diese steht und siehst du in der Skillliste oder mit deinem Cursor. Sie Affinität des Gegners jedoch unbekannt, bleiben die Bedingungen
Boah, und mehr ist dazu kannst du eine Technik. Okay. Das war ja an sich ganz gut. Also hat zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Hier genau, du kannst ihn einschläfern. That's good. Das ist doch auch das, okay. Dass man für drei Runden den Angriff. Alright. So, wir haben beide Augen des Dreckskerls bekommen. Gehen wir diese Schwingedinger anhalten. That was so easy. I can feel it. Okay, komm, bitte. Das war jetzt echt ziemlich easy. Natürlich will ich nicht angehen. Oh, we can finally rest our feet. Let's do it. Wir haben noch 14 Tage, das heißt, wir hätten theoretisch, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Palast, hätten wir noch 14 Tage Free Time oder 13 Tage, weil es ja nachts ist. Und, das könnten wir ja auch theoretisch sogar machen. Aber ich will erstmal wirklich in den Safe Room da oben kommen. Sind hier. Nein, oder? Ich hätte eigentlich jetzt wenig Lust, die zu besiegen. Okay. Well then. Wir haben jetzt beide Augen. Versuche sie einzusetzen, Joker. Warum noch warten? All right, let's go. Ey, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Oder war ich ein Abgrund? Show me your true form. Alter, hab ich mich erschreckt. Oh, ist auch noch ein starker. Obwohl, ja, so stark ist der nicht, ne? Oh. Okay, vielleicht doch. Oh! Oh oh. Nein. Oh. Aber sie kann immer noch angreifen, oder? Ich glaube, ich muss Persona wechseln, Moment. Ja, ich glaube, ich weiß, er ist drauf. Egal, du kannst immer noch angreifen. Dagegen ist es sogar noch schwach. Übertreib mal nicht so! Aber das ist jetzt wieder verheilt, oder?
Und das war die Schatzkiste, wo wir gesehen haben. Auferstehungsperle. Okay, ich glaube, das ist zum Wiederbeleben. Aber ich weiß es nicht. Ist nicht das erste Mal, dass ich das sage. Ja, wir sind jetzt beim Safe Room, aber da oben ist natürlich ein Gegner, der natürlich auch noch stark ist. Wo ist eine Kiste? Hä? Achso, da drüben. Das sollte hier das sollte eine gute Basis abgeben. Von hier aus können wir unsere Infiltration später fortsetzen. Let's do it. Als ob sie schon wissen würden, dass ich jetzt hier aus dem Palast gehe. Ja, aber das tun wir jetzt auch. Aber im nächsten Part sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Persona 5 und ciao.